Ein Mann, sein Hund, eine Insel, ein Strand, ein Rätsel, ein Schatz. The Secret of Lulu Island. So, weiter geht's in unserem Schatzinselabenteuer. Schaut euch mal hier diesen wunderschönen Strand an. Da seht ihr übrigens Spuren, aber keine Angst, die habe ich selbst hinterlassen, werdet ihr gleich später hier im Video sehen. Freunde, ich muss euch kurz nochmal aufgleisen, glaube ich. Ich habe zuletzt den Code 333 in den Stock eingegeben, weil sich ja hier dreimal die Zahl 3 verbirgt und dadurch, dass ich das gemacht habe, hat sich das Symbol hier auf dem Stock, auf meinem, weiß ich, Zauberstock oder was das ist, hat ja eine urlange Geschichte. Eigentlich schon, glaube ich, Folge 2, 3, 4, als mir das Ding, egal jetzt, hat sich dieses Symbol rot gefärbt. Und zwar genauso rot wie das Rot in dem Rätsel. Und ich habe mir was überlegt, Freunde. Also, wenn man den Code 112 hier eingibt, dann gibt der Stock ja so richtungsweisende Impulse von sich und führt mich quasi an einen, ja, bis dahin immer geheimen Ort, der dann sehr wichtig für den Fortgang meines Abenteuers hier auf der einsamen Schatzinsel war. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde 112 in den Stock eingeben und dann wollen wir mal sehen, wo er mich dieses Mal hinführt und ob er das überhaupt noch kann. Ich habe das, das wisst ihr ja, über ein Jahr jetzt fast nicht gemacht, aber so rot glühend habe ich das Symbol noch nie gesehen. Also, 112. Ich glaube, die Katze ist wieder oben auf dem Dach. Ja, und tatsächlich war die Katze hier oben wieder am Rumturnen, unsere Lala. Das macht sie zwischendurch wirklich immer mal wieder gerne. Also, die ist eine ganz treue Begleiterin hier geworden, aber jetzt erstmal egal. Egal. Eins. Warte mal, war der Code jetzt 112 oder 122? Nee, 122. 112 ist die deutsche Rettungsnummer, Polizei oder Feuerwehr. Also 122. 1, 2 und nochmal die 2. Es funktioniert immer noch. Er zieht mich. Ich muss aber die Lulu mitnehmen. Ja, und das war gar nicht mehr so einfach, denn der Stock hatte bereits begonnen, mich hier wegzuziehen. Also schnell den Rucksack aufgesetzt, Lulu genommen und los geht's. Oh. Ja, und jetzt ist das Geheimnis um die Spuren im Sand, die ihr am Anfang des Videos gesehen habt, auch gelüftet. Ihr seht, die stammen tatsächlich von Lulu und von mir. Die sind also nicht vom Schattenmann, es droht keine Gefahr. Wobei, so einfach kann man das vielleicht auch nicht sagen, denn der Stock hat mich hier an eine ganz besondere Stelle geführt. Zum einen kannte ich die nicht, hier war ich noch nie. Zum anderen schien sie aber vielleicht doch etwas gefahrvoller zu sein, als zunächst vermutet. Ihr seht hier diesen Sturzbach, der auf der anderen Seite eine, ja, ich sag mal, steile Klippe hat. Der ergießt sich übrigens weiter unten im Meer, dieser Sturzbach. Und nach oben hin seht ihr diesen Tunnel oder diesen Eingang, was auch immer das genau ist. Ich habe mich jetzt erstmal entschieden, den Stock, obwohl er noch Impulse von sich gab, abzulegen und mir den Tunnel bzw. diesen Eingang einmal genauer anzuschauen. Das Wasser ist kalt. Aber soll ich wirklich da in diesen Tunnel gehen? Warte mal, guckt euch das mal an. Und jetzt schaut bitte mal ganz genau hin, dann seht ihr, es handelt sich eigentlich nicht um einen Tunnel, sondern mehr um eine Art Torbogen. Die Lulu, Lulu Rest, die ja Angst vor Wasser hat, habe ich angewiesen, hier am Strand zu warten. Ich habe den nach wie vor noch aktiven Stock, man sieht das jetzt gleich wieder, wenn ich ihn jetzt hier in die Hand nehme. Guck da, jetzt hat er wieder, Fahrt aufgenommen und zieht mich weiter in die Richtung. Und ich fürchte leider, Freunde, ja, es sieht wirklich so aus. Er führt mich weiter in Richtung dieses Tunnelbogens, Torbogens, whatever that is. Der Stock zeigt voll in diesen Tunnel rein. Oh.
Aber was soll's? Ihr wisst, Freunde, mutige Männer machen mutige Sachen. Und obwohl es hier jetzt schon in der Nähe dieses Tunneltorbogens etwas dunkler wurde, machte ich mich auf den Weg und gab den Impulsen des Stocks nach. Aber dann ganz plötzlich, Freunde. Der Stock ist wieder ruhig. Hier muss es sein. Hier irgendwo muss es sein. Halt, stopp. Jetzt schaut bitte mal ganz genau hin. Fällt euch etwas auf? Fällt euch bitte etwas an dem Stock auf? Schaut euch bitte mal das Symbol an, Freunde. Mir selbst ist das auch erst aufgefallen, als ich das Video geschnitten habe, also nicht beim Dreh selbst. Es glüht nicht mehr rot. Es ist wieder so schwarz, wie es immer war. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Aber ich kann nichts sehen. Hier ist nichts im Wasser, was irgendwie darauf hindeuten könnte, ich verlasse mal diesen Torbogen, dass hier irgendwas ist. Aber ich muss jetzt eigentlich hier am Zielort sein, denn vom Stock aus gehen keine Impulse mehr, keine richtungsweisenden Impulse mehr aus. Guck mal. Hier ist nichts. Da ist was. Freunde, wie immer gilt, wenn ihr Ideen habt, was ich machen, tun kann, soll, muss und so weiter, postet es in die Kommentare. Ansonsten abonniert mich auf YouTube oder folgt mir auf Facebook, um keine Folge mehr zu verpassen. Ciao!